dich, kleiner Mann. Ich bin zwar größer als du, aber dennoch lasse ich das mal so stehen. Schön. Setz dich. Gut schenken lassen, wenn er das kommentiert, oder? Stößchen. Ja. Er hat das gut stehen lassen, wenn er das kommentiert. Freunde! Weiß ich, Servus! Es ist einfach hart zu sagen, du bist ein richtiger Lollbob. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Wie ihr seht, sind wir gerade in meiner neuen Wohnung, beziehungsweise yeah. In Saskia. Yeah, the crib, man. Wie viele Wohnung ist das eigentlich? Wohnung 6? 12. Ich meine jetzt nur hier, nicht in Dubai, die zählen nicht, nur in Deutschland. 94. Okay. Kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Stößchen. Haben wir schon. Ja, Freunde, ein Q&A. Es ist gerade Sonntag, also der gleiche Tag, an dem ihr das Video seht, wenn ihr es am gleichen Tag, wo wir es hochladen. Ist nämlich öfter so, wenn wir keine Videoideen haben, dann fragen wir euch was und machen ein Q&A. Genau, und hinter der Kamera sitzt meine bezaubernde Freundin, Saskia, die die Frage vorlassen. Vorlesen wird. Warte, nein. Kann man so stehen lassen? Ihr feiert eigentlich. Ey, das ist ein gutes Ding, ne? Kann man so stehen lassen? Ja, ist okay. Ey, lass das mal einführen. Nein, das ist von Montana oder so, oder? Nee, kann man so stehen lassen? Nee, ich hab nie gehört. Das ist jetzt unseres. Patentiert. Killer. Patentiert kann man so stehen lassen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ihr feiert. Schreibt mal in die Kommentare, kann man so stehen lassen. Ihr feiert ja immer diese Q&As und deswegen haben wir uns gedacht, warum nicht mal wieder ein Q&A? So einmal im Monat, einmal alle ein, zwei Monate kann man das schon machen. Kann man so stehen lassen. Und deswegen würde ich sagen, wir labern gar nicht zu lange vorne rein. Genau. Rum. So, doch eine Sache noch. Ganz kurz Werbung. Und zwar ist noch bis morgen um 23:59 Uhr bei Gym Junkie alles reduziert bis zu 70% plus. Mit unserem Code Engels könnt ihr bis zu 80% sparen. Also könnt ihr dieses Outfit hier auch haben. Könnt ihr auch den ein bisschen ranziehen und so. Und natürlich auch für Frauen einiges dabei, Leggings und Co. Bei Frauen sind mehr Sachen reduziert als bei Männern. Also nee, ist alles reduziert eigentlich. Ja, aber bei Frauen bist du 70% öfter. Also ja, okay, auf jeden Fall nicht zu viel, aber wenn ihr noch was braucht. Schaut einfach in die Beschreibung, checkt das ab und wenn ihr was wollt, dann kauft es. Was ist Arthur, hier? Was ist los mit dir? Das kann man so stehen lassen. Nein, komm mal wieder runter. Das ist richtig. Hör auf, sonst zu unterbrechen. Richtig, ne? Irgendwie ist es voll warm hier drin. Hör auf, Digga, beruhig dich mal ein bisschen. Ja, okay, und let's go. Erste Frage, warum bist du so hübsch? An wen ging die? Von Arthur Engel. An den selbst, ne? An den. Ja, sag, warum bist du so hübsch? Junge, ich werde das so hindern. Warum? Weil er mich als Friseur hat. Nein, nächste Frage. Weil ich neben Arthur immer rumlaufe und dann wirkt das einfach so, dass ich hübsch bin. Das ist der Meerjungfrauen-Effekt, Freunde. Ja, genau. Der ist zwar bei uns nicht am Start, aber. Doch, der ist bei uns am Start, weil du bist es so. Es gibt viele Frauen, die sich extra. Das will ich jetzt nicht so sagen, aber. Ach, Schwachsinn, Alter. Das machen wir. Nächste Frage. Habt ihr einen Adventskalender? Nein. Doch, sicher? Ich schon. Von Mama und Papa? Ja, du auch. Yes, du, glaube ich, auch. Ja, wir haben alle einen. Hab ich gerade erfahren. Kann man so stehen lassen. Wer hat zuerst mit Fitness/Bodybuilding angefangen? Darf ich das beantworten? Oder beide zusammen? Genau, ganz, ganz lustige Geschichte. Eigentlich würde man ja denken, der Ältere hat angefangen, der Kleinere zieht nach. Arbeit. Also Willi ist 1,3 Jahre älter als ich. Nur mal, um das festzustellen. Genau. Aber es war bei uns anders. Wir haben nämlich, die meisten müssen wissen, wir haben damals Kampfsport gemacht, sind dann vom Kampfsport zum Fitness rübergegangen und Arthur hat das einfach mit einem Kollegen schon eher gemacht, dass er öfter in den Kraftraum gegangen ist. Dumme! Am Freitagabend, nee, am Freitag zum Beispiel ist er da ins Gym gefahren, am Samstag. Richtig und gut. Natürlich hat er mich auch gefragt, aber ich hatte halt irgendwie keinen Bock, war richtig faul, gut. Hab da zu der Zeit noch Alkohol getrunken und diese Geschichten so. Der große musste vom kleineren lernen, wa? Und ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann nachgezogen und dann bin ich da zugestoßen. Da ist er dazu gestoßen, aber es hat auch nicht so lange gedauert, oder? Ja, so 3 Jahre, du trinkst jetzt. Mehr hat nicht so lange gedauert. Jo, okay. Monat maximal, wenn doch Monat so. Okay. Well, ne? Okay, ja. Next. Ist es schlimm, 80% seines Eiweißbedarfs über Milchprodukte zu decken? Also an sich würde ich nicht sagen, es ist schlimm, weil die Eiweißquelle Molke ist eigentlich eine gute Eiweißquelle, aber was da problematisch sein kann, ist einfach die Verdauung, das Hautbild. Wenn man zu viele Milchprodukte, zu viel Molke-Sachen isst, kann es einfach sein, dass eure Haut nicht so gut wird, beziehungsweise eure Verdauung nicht so gut arbeitet. Ich würde aber allgemein auch sagen, in einer perfekten Welt variiert man einfach die Eiweißquellen. Ihr könnt zum Beispiel Hülsenfrüchte essen oder Molkeprodukte oder wenn ihr nicht vegan seid, Fleisch, Fisch und einfach Erbsen, ja, genau so, so ein Stuff. Am besten ist es, wenn ihr so vielfältig wie möglich allgemein eure Ernährung haltet und, sag ich mal, viel variiert.
Kann man so stehen lassen. Danke. Lieber nur noch schreien oder nur noch flüstern. Erstmal schreien, safe. Ich scheiße so schon den ganzen Tag. Also. Ich würde eher sagen, lieber flüstern, weil wenn man ruhiger redet, meiner Meinung nach, dann hören Leute einem eher zu, als wenn jemand die ganze Zeit rumschreit. Aber wenn du die ganze Zeit schreist, denken alle, du bist geistig krank. So. Und das ist Killer, weil dann bist du ein bisschen vorzüglicher. Wie sagt man das? Da wird man ein bisschen besser behandelt. Ich glaube nicht. Ich glaube, du wirst einfach irgendwo... Weiß ich nicht. Aber ich wäre, glaube ich, so der Also würde ich glaube, wenn ich den ganzen Tag flüstern würde, also es ist auch oft so, dass Saskia sagt, so ein bisschen leiser reden, weil ich einfach allgemein von morgens, wo ich aufstehe, einfach gefühlt so laut rede. Also Arthur muss eigentlich gar nicht mehr entscheiden. Arthur hat sich schon entschieden. Aber wenn ich leise reden würde, würde ich, denke ich, einfach so ein bisschen depressiv werden einfach. Also jetzt ohne Witz, Digga. Da wäre ich, glaube ich, low energy as fuck. Ich glaube, das wäre bei mir mit Jetzt musst du so einfügen. Nein, aber komm. Hello, darkness, my friend. Und dann einen rein, so, warte, Gott. Wann kommt mal wieder ein Cheat Day? Wäre übel nice. Genau, wir haben sogar schon was geplant. Und ja, zwar werden wir nächste Woche schon, oder? Ja. Ne, übernächste Woche. Ja, also eineinhalb Wochen. Ja, also übernächste Woche werden wir nach Berlin fahren zu unserer Schwester, zu Niklas. Und da diesmal kommt Massimo mit sogar. Diesmal kommt sogar Massimo mit und da ist unter anderem ein Video geplant, dass wir nur auf dem Weihnachtsmarkt den ganzen Tag cheaten. Also alles, was da so gibt, essen wir so querbeet durch. Ja. Also ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Wollt ihr mitgehen? Auf jeden Fall, ja, das haben wir geplant und wenn ihr noch irgendwelche Videoideen habt oder irgendwas aus Berlin sehen möchtet, könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben. Habe heftig Bock. Ja, ich auch. Ja, yeah, kann man so stehen lassen. Ja. Yeah. Was ist euer Ziel? Eher den klassischen Strandkörper oder in Richtung Bodybuilding? Mein Ziel ist es, irgendwann mal so auszusehen wie Arthur. Schaffst du nicht, Digga. Ja, um die Frage zu beantworten. Ja. Die Frage ist, wie definiert man Strandkörper und klassisch Bodybuilding? Ich denke mal so, ich will so ein Zwischending eigentlich. Ich denke so ein Zac Efron bei... Efron. Wie denn? Zac Efron, Bro. Zac Efron, sorry. Yeah, that's it, Bro. Wie er bei Dings hier rumläuft. Bei High School Musical. Nein. Wie hieß der Film denn nochmal? Baywatch. Baywatch. Ich glaube so. Digga, der war da sowas von auf Klembuterol, ne? Ja, oder aber bei 3% Körperfett. Ich glaube, das ist. Von der Muskelmasse meinst du, ne? Also ich bin eher so der. Ja, dieses klassische. Ich mag diesen. Also, ich bin eher so der. Ästhetik. Also, lieber meiner Meinung nach einen ästhetischen, schönen Körper als zu krass vollgepumpt. Also, ja, aber zu krass vollgepumpt kann auch schön sein für manche Leute. Ja, 100%. Also, ich sag ja, es ist meine Meinung, subjektiv. Aber du lässt mich ja wieder nicht aussprechen, deswegen Nein, ist das untergegangen. Lass ich alles auch gut. Nicht. Also, ich will so ein Zwischending. Bisschen mehr als Strandkörper. Lass das Video nennen, kann man so stehen lassen. Auf gar keinen Fall. Boah, das wäre richtig geil. Bitte. Das wäre richtig geil. Ja, gut. Okay, machen wir. Ich wollte euch auch einen Hund holen. Safe. Ich will unbedingt einen Hund. Aber Saskia will keiner. Ist egal. Also verkackt. Wir waren letztens auf einem noch Seminar. Noch nicht. Und da waren. Ah, also bring doch schon die Bilder, die Arte, die ihr immer schickt. Was ein bisschen? Ja, aber ich habe ja schon immer gesagt, war, jetzt noch nicht. Da waren Frenchie. Ich bin schon immer Hunde. Ich bin eigentlich ein Hund. Französische Bulldogge so. Und boah, die war so süß, ne? Ich würde gerne eine haben, aber bin da noch im Konflikt mit mir selbst, weil diese Hunderasse einfach so gezüchtet ist, dass es den Tieren oft nicht gut geht wegen der Nase. Die können nicht gut atmen und haben nicht so ein gutes Gebiss für deren Statur, dass die Zähne einfach zu groß für den Mund sind und so. Deswegen, also ich liebe diese Hunde unnormal heftig, ja, mega süß. Aber weiß nicht, ob ich das unterstützen soll, indem ich mir hole. Vielleicht irgendwann mal, wenn das ein bisschen rausgezüchtet ist mit der Nase und so, wird es ein bisschen das besser gehen. Das Ding ist ja, dass viele sagen, so französische Bulldoggen sind ja ein bisschen eingebildet, so arrogant, ne? Und stur. So stur, sagen so, viele. Ja, sagen viele. Aber ich finde das richtig geil, irgendwie. Ich finde das richtig lustig. Ja, aber lustig, das Tier mit dem Katzen, ja, das ist nicht so, weil so gestern, halt eher so Katzen. Ja, das war so lustig, weil Arthur ruft zu den Hund und er dreht sich nicht mal mit dem Arsch zu ihm, guckt Arthur kurz zu an und dann geht er einfach weiter. Ja, ich hab das so, ja, ey, so süß. Was auch ultra geil war einfach, ich so, ey Jackie, so hieß der Hund, Jackie sitzt, auf einmal macht der Hund Sitz und dann ich so, Platz, geht einfach weg. Gar keinen Bock mehr, nicht mehr sitzen. Ich fand das irgendwie lustig. Ich fand's sehr lustig. Willst du überhaupt einen Hund, Digga? Ach so, aktuell nicht, ne. Aber irgendwann mal? Ein Hamster? Auch nicht, lieber. Nee, gerade also, nicht. Also vielleicht doch, also ich mag Hunde auch extrem gerne. Vielleicht schon, vielleicht nicht. So ein Buddy. So ein Hunde-Buddy. Yeah, Buddy. Also ich finde Hunde schon cool. Mal gucken. Also aktuell erstmal umziehen, dann schauen, was Phase ist. Alright. Welche Challenge hat euch am meisten beansprucht und Spaß gemacht? Boah, Spaß gemacht? Boah, Digga, das ist echt... Also auf jeden Fall beansprucht war die 15.000 Kalorien Challenge. Und die 1000 Liegestütze Challenge. Ja, die waren... Aber die haben halt anders beansprucht. Ja, das eine hat einen einfach umgebracht und das andere hat einen auf eine andere Art umgebracht. Ja, das eine war halt... Das war beides körperlich, aber das eine war so ein
gutes körperliches Gefühl im Endeffekt, war schon auch eklig, aber am Ende nach einer 40.000-Kalorien-Challenge der Bauch und das wurde für das katastrophal. Am meisten Spaß machen mir die Challenges, wo wir so essen wie zum Beispiel unser Bruder, ja, Mann, Saskia, Mama, geil. Papa, das hat schon... Ja, Mann, das war richtig geil. Ja. Wenn nicht YouTube wäre, was würdet ihr jetzt vermutlich machen beruflich? Also ich hab... Ich wollte gerade sagen, irgendwas mit der Kamera, aber ich weiß es nicht, weil... Man würde nicht wissen, wo man da hinkommt. Genau, weil jetzt mittlerweile würde ich sagen, wenn auf einmal, wovon ich nicht ausgehe, YouTube einfach, wenn es YouTube nicht mehr gibt, Instagram nicht mehr gibt, ganze sozialen Medien aussterben, dann würde ich sagen, würde ich irgendwas hinter der Kamera machen, weil das einfach... Die Frage ist dann, ob das noch gefragt ist. Genau, aber ich denke schon, irgendwas, ja, Filme oder was weiß ich, irgendwie, sowas ist auf jeden Fall meine Leidenschaft geworden. Aber ohne YouTube würden wir ja nie auf diesen Kamerafilm, sag ich mal, kommen. Wir würden nie sagen, okay, das macht, das ist unsere Passion, sag ich mal. Und deswegen, ich wäre der Regisseur und ich wäre der, der die Filmcrew und so leitet einfach. Okay. Von dem Film. Warum? Weil du dann sowieso Nerd irgendwelche Texte schreibst und ich da dann was mache. Ja, der Regisseur sagt doch nur, wer was machen muss. Ja, nee, ja, aber den Film muss doch auch das Skript schreiben, was im Film passiert und so. Nee, auf jeden Fall. Aber warte jetzt mal, ich finde das voll die interessante Frage. Was wärst du denn, wenn sowas gar nicht... Wenn ich alles... Nein, wenn ihr die Laufbahn von YouTube nicht eingeschlagen wärt. So ist die Frage, glaube ich. Dann ist die Filmsache schon, denke ich, weiter entfernt. Nein, nein, ja, wenn du nie YouTube... Ja, deswegen, dann wäre ich ja nicht so auf diesem Trip. Arthur wäre Koch. Ah, Arthur wollte echt kochen. Ja, entweder ich wäre Star-Koch. Star-Koch, ja, klar. Direkt. Digga, safe, Alter. Gib mir 2 Jahre und dann bekoche ich dich. Ja, das war doch voll das Kompliment. Ja, ich weiß. Oder... Boah, Innenarchitektur finde ich auch geil. Damals wollte ich Soldat werden. Ja, aber das würde ich nicht machen. Das hast du ja gemacht, weil du cool sein wolltest eigentlich eher. Das war als Kind so, weißt du? Ja, ja. Wusstest ja nicht, was damit einhergeht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also kann ich wirklich so nicht sagen. Warum das denn jetzt? Weiß ich nicht, ich würde da sitzen. Ja. Super. Ja, ich würde... Nee, was wäre Willi, Digga? Ich, boah. Saskia, was sagst du? Ich weiß nicht. Sag mal. Ich weiß nicht. Irgendwas. Ehrlich nicht? Weißt du gar nichts? Boah, Willi, ja, Willi wäre so Bauleiter bei irgendwelchen Projekten, der den so sagt, ja, du musst auch noch die Fassade. Das hört sich die ganze Zeit so, als ob ich richtig heftig faul bin. Ja, also du würdest wirklich eigentlich eher... Nee, du wirst also delegieren. Leute halt rumschicken. Ja, safe, safe, safe. Das safe, machen, safe. Das würdest du niemals machen. Nee, ich sag mal Projekte planen, zu sagen, wir sind ja. Projektmanager. Ja, irgendwie so, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, lange Frage. Kann man so stehen lassen. Servus. Okay, letzte Frage. Hau raus. Was haltet ihr von Home Fitness? Killer. Cool. Also Home Fitness, wenn man, sag ich mal, wenn das am besten in deinen Zeitplan passt, wenn du das öfter machen kannst, wenn du auch durchziehen kannst, coole Übungen hast und dann von zu Hause aus, sag ich mal, ein bisschen entspannter trainieren kannst. Vor allem, wenn du jünger bist auch. Also es gibt was ja auch viele Leute, ist, ja. Es gibt auch viele, die wollen mit dem Sport anfangen und können sich nicht im Gym anmelden. Erstens das, aber ich finde auch, wenn man auch älter ist, wenn es einfach in deinem Plan passt, wenn du fit sein willst und einfach, sag ich mal, deine Gesundheit ein bisschen, sag ich mal, im Vordermann bringen möchtest oder einfach gesund bleiben möchtest, Sport hilft da, Home Fitness kann man sehr gerne dann machen. Ja. Klar kann man nicht, wenn man zum Beispiel Muskeln aufbauen will, meiner Meinung nach zu Hause mit einem Körpergewicht und Co. nicht so gut aufbauen wie im Studio, weil es einfach viel weniger Möglichkeiten gibt zu Hause, meistens zumindest, aber wenn es am besten für dich so passt, dann go for it. Freunde, wir hoffen auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen. Ihr könnt uns sehr gerne auf Instagram folgen fürs nächste Mal, wenn wir Q&A machen möchten und ihr Fragen an uns habt. Ja, man, ist halt auch oft so, dass wenn wir diese Fragen stellen, dass wir am gleichen Tag dann das Q&A raushauen. Das ist relativ spontan ist. Gerne dort abchecken, sehr gerne auch einen Kommentar hinterlassen, was ihr als nächstes sehen wollt von uns. Es wird am Donnerstag auch ein richtig geiles Challenge-Video kommen. Auch ein Challenge-Video, was wir bisher so noch nicht gemacht haben. Mhm. Hat diesmal mit Fitness zu tun, wo Art und ich uns gegeneinander battlen. Ich habe da schon extremst Bock drauf. Ja. Aber ansonsten könnt ihr auch sehr gerne schreiben, was ihr sehen möchtet. Über ein Like, wenn ihr uns freuen und über ein Abo. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace. Kann man so stehen lassen.